Schön, dass du für dieses Video eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute an, wie wir den FRITZ-DECT 440 Schalter sinnvoll mit der FRITZ-DECT 500 RGB-Lampe nutzen können. Was braucht man dazu? Offensichtlich erstmal den Taster FRITZ-DECT 440. Die Lampe FRITZ-DECT 500 habe ich hier stehen und natürlich brauche ich eine Fritzbox als Basisstation. Die FRITZ-DECT 500 habe ich schon mit meiner Fritzbox gekoppelt. Wenn du wissen willst, wie das geht, schau mal in die Infokarte, dazu gibt es ein separates Video. Spannender ist aber die ganze Geschichte mit dem FRITZ-DECT 440. Mit dem kann ich sogenannte Vorlagen erstellen und die Tasten individuell belegen. Zudem bietet er mir drei verschiedene Ansichten an auf seinem Display, sodass ich individuell sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten habe, was in meinem Smart Home geschehen soll. Das könnte man jetzt auch noch zum Beispiel mit einem FRITZ-DECT 301 mit einem Heizungsthermostat kombinieren. Wir schauen uns aber heute in diesem Video einfach nur mal die LED-Lampe an. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie gesagt, die Lampe ist schon gekoppelt. Video habe ich ja in der Infokarte verlinkt, wie man die Lampe koppeln kann. Jetzt müssen wir diesen frisch ausgepackten FRITZ-DECT 440 einmal koppeln. Hier steht jetzt zum Starten die Menütaste drücken, darauf kann aber auch durchaus stehen, dass man die DECT-Taste drücken soll, der möchte jetzt halt gekoppelt werden. Ich drücke mal die Menütaste und jetzt ist er im Kopplungsmodus und ich kann hier bei der Fritzbox drücken auf die DECT-Taste. Ich habe mir angewohnt, die einfach so lange zu drücken, bis die leuchtet und da keine Sekunden abzuzählen. Und jetzt leuchtet sie. Ich halte es mal so nebendran, warten auf Fritzbox. Jetzt hat er sich gleich gekoppelt. Erfahrungsgemäß geht das nicht immer so schnell, das kann also auch ein bisschen dauern, also habt da im Zweifel auch ein bisschen Geduld. Jetzt sagt er hier Einrichtung unter Fritz.box. Ich mache das mal OK. Jetzt zeigt er mir eine Temperatur an und eine Luftfeuchtigkeit. Es scheint gerade die Sonne, vorhin hat es nicht geschehen. 24,5 Grad habe ich hier. Wird bei euch keine Luftfeuchtigkeit angezeigt, dann müsst ihr das Gerät einmal über die Fritzbox updaten. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich am PC wieder und richten dort das Ganze erstmal ein. Ich befinde mich jetzt hier in der Fritzbox-Oberfläche. Auf der linken Seite unter Smart Home kann ich jetzt unter Geräteverwaltung alle angeschlossenen Geräte sehen. Vorne bei Verbindung kann ich auch sehen, ob die Fritzbox erfolgreich eine Verbindung mit dem Gerät herstellen konnte. Das ist bei allen Geräten außer der Steckdose bei mir jetzt der Fall. Das ist auch korrekt, denn die ist einfach nicht eingesteckt. Bei dem Taster kann ich auch gleich den Batteriestand sehen und kann dem eine Bezeichnung geben. Hätte ich jetzt eine veraltete Version da drauf, würde hier in der Update-Spalte stehen, dass ich ein Update machen kann. Bei meinem Taster habe ich das tatsächlich schon gemacht, dann auch konnte ich mir die Luftfeuchtigkeit direkt anzeigen lassen. Ich gehe mal hier auf der rechten Seite auf den Editieren-Button. Dem kann ich jetzt einen Namen geben, also so, dass ich weiß, wo der ungefähr hängt und welcher Taster damit gemeint ist. Scrollen wir hier ein Stück runter, kommen wir zur Tastenbelegung. Und das ist das eigentlich Interessante bei dem Taster. Wichtig hier zu wissen ist, dass die Anzeige 1 die Tasten für das Hauptmenü festlegt. Aber Hauptmenü ist eigentlich falsch, denn man bekommt ja, wenn man den Taster jetzt einfach nur anschaut, halt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Das ist das Standard, die Standardansicht des Tasters, die lässt sich hier auch nicht verändern. Das ist das, was ich hier als Temperatur sehe. Was ich auf Anzeige 1 jetzt aber als Tasten festlege, das wird auch aktiv in der Temperaturanzeige. Das ist ganz praktisch, so kann ich zum Beispiel eine Taste festlegen zum Licht einschalten und kann diese direkt drücken, ohne dass ich jetzt hier auf Anzeige 1 tatsächlich auch wechseln muss. Das Wechseln funktioniert automatisch, wenn ich eben diese Taste drücke. Schauen wir uns mal Anzeige 1 an. Hier habe ich jetzt Vorlagen festgelegt, dazu kommen wir aber später noch, deshalb lösche ich die hier erstmal raus. Und das Dimmen lösche ich auch raus. Also, zurück zur Übersicht. So sieht das klassischerweise aus, wenn man hier reinkommt und das erste Mal das sieht. Dann muss ich jetzt hier diese Anzeigen definieren. Fangen wir mal mit Anzeige 1 an. Und hier hilft uns dann ein Wizard bei der Konfiguration. Was möchte ich jetzt eigentlich konfigurieren? Für dieses Beispiel würde ich einfach meine LED-Lampe mal hernehmen. Ja, Steckdose LED-Lampen passt. Im Dropdown-Menü bekomme ich dann eben die Auswahl. Ich wähle hier die FRITZ-DECT 500 aus, das ist meine LED-Lampe. Hier bietet er mir jetzt an, eine Komfortschaltung mit zwei Tasten. Tatsächlich würde ich die auch so lassen. Gehe hier mal auf Weiter und die Beschriftung wäre dann Dimmer. Können wir gleich sehen, warum. Jetzt kann ich sagen, ob ich die in der oberen oder unteren Hälfte haben will. Ich nehme tatsächlich mal die untere Hälfte und gehe auf Weiter. Schließen. Was ich persönlich jetzt noch für sinnvoll halte, ist eine Aktion hinzuzufügen, dass ich die Lampe ein- und ausschalten kann. Deshalb nehme ich jetzt hier wieder Steckdose oder LED-Lampe, wähle wieder meine LED-Lampe aus. Und jetzt sage ich aber einfache Schaltung mit einer Taste und lasse das auf Umschalten stehen. Ich gehe hier auf Weiter.
Nenn das zum Beispiel Switch. Geh nochmal auf Weiter und setz das hier hin. So, das Ganze kann ich jetzt einmal schließen und sage zurück zur Übersicht. Den Knopf rechts lasse ich jetzt einfach mal unbelegt. Wir schauen uns jetzt gleich an, wie sich das auswirkt. So, ich sage jetzt einfach mal OK. Mit dem Klick auf OK wird diese Konfiguration auch tatsächlich auf den Taster übertragen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt am Taster wieder. Wir haben jetzt hier alles am Start. Der Taster ist konfiguriert. Das sieht man ihm jetzt auf den ersten Blick nicht an. Sieht genauso aus wie vorhin auch. Das ist ja das, was ich meinte. Der hat halt immer diese Standardansicht mit der Luftfeuchtigkeit und mit der Temperatur. Soll uns aber nicht stören, denn wie gesagt, das, was ich jetzt gerade auf Anzeige 1 konfiguriert habe, ist auch die aktuelle Tastenbelegung auf dieser Temperaturansicht. Der Taster hat zum Beispiel keine Funktion. Ich drücke mal drauf und er schaltet jetzt auf die erste Anzeige um, um mir zu zeigen, was er denn für Funktionen hat. Zum Beispiel den Switch mit Umschalten. Probieren wir das doch mal aus. Tatsächlich, die Lampe geht an. Das hätte ich jetzt auch anders erreichen können. Ich hätte nämlich auch den Knopf zum Einschalten nutzen können. Ich gehe mal hier auf Switch. Schalte das Ganze wieder aus. Ich hoffe, man kann das irgendwie in der Kamera erkennen. Ich kann es ja auch mal hier reinhalten, dann sieht man es vielleicht noch besser. Mit an könnte ich es jetzt auch hier genauso einschalten. Hier zeigt er mir jetzt die prozentuale Helligkeit an. Und wenn ich das jetzt hier drücke, passiert nichts, weil kurz drücken ist nur an. Ich muss es also gedrückt halten und dann fängt er nämlich an, die Helligkeit hochzudrehen. Finde ich praktisch, weil somit brauche ich eigentlich hier oben die Taste nicht. Die unterscheidet sich jetzt nur, dass ich halt hier an- und ausschalten kann. Das ist halt ein Toggle, glaube ich, sagt man im Englischen dazu. Also ein Switch, der nur an- und ausmacht. Und hier hätte ich halt rechts an und links aus. Ne, aus und hier an. Ist ein bisschen verzögert, wie man sieht. Cool finde ich aber, dass die sich einblendet. Ne, die ist nicht direkt an, sondern die dimmt sich so selbst hoch. Schade wiederum finde ich, dass hier die Stufen nur so grob geregelt sind mit der Dimmung. Denn die Lampe ist ziemlich hell. Und da wären feinere Stufen, also echt, ja, jetzt kein großer Fehler gewesen, glaube ich. Aber das kann man dann mit dem Handy immer noch nachregeln. Was wir jetzt mal machen, ich schalte mal über die Menütaste um. Ich bin jetzt wieder im Hauptmenü. Vorhin habe ich eine Taste gedrückt, die keine Wirkung hatte, also die leer war. Und er hat mir einfach nur auf die Anzeige umgeschaltet. Jetzt drücke ich mal links oben die Taste, die wir ja als Switch festgelegt haben. Einmal drücken, reicht aus und die Lampe ist einfach angegangen. Finde ich eine sehr praktische Funktion. So, hier sehe ich jetzt auch eine kleine 1. Und die 1 sagt, dass ich halt eben auf Anzeige 1 bin. Wenn es jetzt mehrere Anzeigen gäbe, würde man die hier auch sehen. Aber wir haben ja nur eine, deshalb hier die 1. Jetzt ist das natürlich eine RGB-LED. Ich habe jetzt ein- und ausgeschaltet und gedimmt. Das ist im Prinzip schon praktisch, denn damit spare ich mir viele Komponenten im Haushalt, die ich sonst gebraucht hätte. Die klassische Installation mit einem LED-Dimmer sieht ja so aus, dass ich in meine vorhandenen Fassungen halt dimmbare LEDs reinschraube. Das habe ich ja hier auch. Und dann muss der LED-Dimmer noch eingebaut werden in die Wand und damit verbunden werden. Das kann ich mir jetzt im Grunde alles sparen. Ich kann jetzt also die Lampe irgendwo reinschrauben, zum Beispiel in so eine Fassung, die gar nicht dimmen kann. Und kann jetzt hier mit diesem Taster, der auch nicht irgendwie verdrahtet werden muss, und dann kann ich mit dem Taster die Funktion herstellen, die ganze Zeit meinen Lichtschalter übernommen hat. Das Spannende ist natürlich, dass ich jetzt in der Version keine Kabel verlegen muss. Gut, das ist ja aber nur die eine Wahrheit bei der ganzen Geschichte. Die andere Sache ist ja, ich habe hier ja eine RGB-Lampe. Und wer aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich bei der Funktionsbelegung diese Option gar nicht hatte. Also es wäre ja zum Beispiel jetzt ganz witzig, wenn ich sage, naja, ich habe jetzt hier noch einen Schalter, der hat ja gerade nichts zu tun, dann lege ich halt irgendeine Farbe drauf. Also ich klicke da drauf und die Lampe schaltet sich ein und schaltet sich eben in einer bestimmten Farbe ein. Und das geht auch und am PC schauen wir uns jetzt genau an, wie das funktioniert. Bin jetzt also wieder hier in der Geräteverwaltung. Sicherheitshalber schauen wir nochmal, dass ich keinen Quatsch erzählt habe. Wie könnte ich jetzt also eine Farbe auf den Schalter rechts oben legen? Ich kann jetzt mal hier sagen, Aktion hinzufügen. Hier muss ich ja zwangsweise die LED-Lampe auswählen, da habe ich jetzt keine andere Möglichkeit. Gehe auf Weiter und jetzt habe ich nur diese beiden Optionen, die Komfortschaltung mit den zwei Tasten, die das Dimmen ermöglicht, oder die einfache Schaltung mit einer Taste. Beide Optionen haben wir schon verwendet, also haben wir jetzt hier keinen Mehrwert, wenn wir das nochmal drauflegen. Mein Ziel war ja jetzt, rechts oben zum Beispiel eine Farbe hinzulegen. Wie kann ich das erreichen? Ich gehe mal hier auf Abbrechen, bestätige das einmal. Gehe zur Übersicht und auf der linken Seite finde ich den Punkt Gruppen und Vorlagen. Da gehe ich einmal drauf und hier ist gar nichts vorhanden. Bei Gruppen zum Beispiel, nur mal um zu erklären, wie das gemeint ist, wenn ich jetzt ein Zimmer habe, habe ich ja dort mehrere Lampen.
Sagen wir, wir hätten dreimal die DEC 500, dann könnte ich die hier als Gruppe definieren und gemeinsam schalten. Das haben wir jetzt aber nicht, deshalb gehen wir runter zu den Vorlagen. Rechts unten sage ich einfach mal Vorlage erstellen. Wähle hier aus Neue Vorlage erstellen, wähle hier wieder die LED-Lampe aus und wähle wieder hier meine einzige Lampe aus, die ich habe. Sollte man natürlich sinnvoll benennen, sonst findet man die nicht wieder. Und der Vorlage gebe ich mal den Namen Rot. Wir wollen eine kleine Puffbeleuchtung machen, deshalb Rot. Jetzt kann ich direkt sagen, Vorlage jetzt einrichten und hier kann ich jetzt direkt eine Farbe auswählen. Das ist das Farbenrad, da habe ich jetzt die freie Auswahl. Ich habe ja mich für Rot entschieden. Was ich jetzt auch noch machen könnte, wäre die Helligkeit zu setzen. Das heißt, wenn er auf Rot geht, immer eine bestimmte Helligkeit. Der Nachteil an der Lampe ist, dass die Farben relativ dunkel sind und die Weißtöne relativ hell. Wir können es jetzt mal machen. Ich setze einfach Helligkeit immer auf 100% bei der Farbe, sonst ist das echt total schummrig. Dann sage ich einmal okay und gehe zurück auf die Geräteverwaltung, dürfte es sein. Genau, hier auf den Taster nochmal auf Editieren. Gehe nochmal hier auf unsere Anzeige 1 und füge jetzt eine Aktion hinzu. Hier kann ich jetzt Vorlage auswählen. Diesen Punkt hatten wir vorhin gar nicht zur Auswahl. Und ich habe ja nur eine, die heißt Rot. Entsprechend wähle ich die aus. Die Taste nenne ich natürlich auch Rot und lege das hier rechts oben hin. Wieder auf Weiter, Schließen, zurück zur Übersicht und jetzt sage ich OK, um es wieder auf den Schalter zu übertragen. Und wir sehen uns gleich am Schalter und schauen uns die Auswirkungen an. Und wieder zurück am Schalter bzw. am Taster. Und jetzt probieren wir mal aus, ob unsere Vorlage funktioniert. Wie wir schon im ersten Teil gesehen haben, kann ich ja jetzt hier im Hauptmenü ganz normal diese Taste benutzen und es wird von der ersten Anzeige dann die Funktion benutzt. Das heißt, ich kann hier direkt drücken und würde jetzt hoffen, dass die Lampe rot wird. Und tatsächlich, die schaltet sich ein, hat dann die Helligkeit vom letzten Mal und ändert dann so in so einem, ja, naja, smooth war es jetzt nicht, aber ändert dann die Farbe eben auf rot. Jetzt sehe ich hier auch wieder meine ganzen Funktionen. Mit Switch kann ich es ein- und ausschalten und mit Rot kann ich jetzt hier direkt auf Rot schalten. Nochmal Rot drücken macht halt jetzt nichts weiter. Also da habe ich jetzt keine Switch-Funktionalität, dass ich es dann auch wieder auskriege. Das würde ich dann wieder halt hier machen. Ich mache jetzt mal Rot an und wir probieren mal was mit dem Dimmer aus. Der müsste ja jetzt hier auf 100% stehen. Genau, ich kann jetzt hier auch zurückdimmen, würde auch gehen. Sobald ich jetzt hier aber wieder auf Rot drücke, dimmt er sich wieder nach oben auf die 100%. Hat er jetzt hier noch nicht angezeigt, hier bleibt er jetzt irgendwie bei den 80 stehen. Hat man aber sehen können, dass er sich hochgedimmt hat. Beim Ein- und Ausschalten jetzt wiederum habe ich jetzt wieder das Problem, dass er jetzt rot bleibt. Ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, wieder auf weiß zu schalten. Deshalb wäre jetzt mein Vorschlag, dass man zum Beispiel dann hier nicht einen Switch macht, sondern einfach hier die Farbe weiß drauflegt. Und die Switch-Funktionalität hätte ich ja jetzt hier mit Aus und An, müsste ich halt zwei Tasten bedienen. Aber dann könnte ich wenigstens jetzt wieder auf weiß schalten. Die Option habe ich mir jetzt hier sonst genommen. Ich habe mich eben mal schnell an den PC gesetzt und das Ganze eingetippert, also einfach ein warmes Weiß darauf gelegt und das Ganze mit OK bestätigt. Deshalb kann ich jetzt hier einmal drücken und er wechselt dann auf die Farbe Weiß. Hier habe ich jetzt bewusst keine Helligkeitsstufe eingestellt, einfach deshalb, weil er sich dann immer die merkt, die ich als letztes anhatte. An und aus kann ich ja weiterhin machen, eben mit den Tasten links und rechts oder rechts und links. Und auf denen kann ich dann auch dimmen. Also das heißt hier einschalten mit Rot, umschalten auf Weiß und wenn ich was, also Rot nochmal einschalten. So, und wenn ich was ändern will, dann kann ich hier unten die Helligkeit einstellen. Bei Rot habe ich jetzt halt einfach immer auf 100% gedimmt, weil es sonst viel zu dunkel wäre. Ja, und alles andere kann ich dann ändern. Zum Beispiel ausschalten kann ich dann immer hier unten mit einem kurzen Druck mit Weiß wieder einschalten. Ich dimme mal das Ganze ein bisschen runter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier wieder auf Weiß drücke, dann sehe ich hier, das ändert sich nicht. Also es wird auch nicht heller, man sieht es. Also die Helligkeit bleibt einfach unverändert mit dieser Vorlage. Bei der ist es anders, wenn ich auf die drücke, dann geht die Dimmung auf 100%, auch wenn der das jetzt hier nicht anzeigt. Ist vielleicht noch ein kleiner Fehler, weiß ich nicht. Ich kann es ja mal probieren, ich gehe mal hier runter. Ja, dann sieht man, jetzt schaltet er um, jetzt hat er gemerkt, dass er über 60% war, ist jetzt hier auf 80%. Ja, so viel zu der Lampe mit dem Fritz Deckt 440. Im Outro blende ich dir jetzt noch meine Playlist zur Fritzbox ein. Dort findest du weitere interessante Videos, auch gerade zum Thema Smart Home. Insgesamt habe ich ja den Verbund in Home Assistant eingebunden. Da wird es dann demnächst auch noch ein paar Videos zugeben.